So, finde Lavendel. Ja, wir sollten definitiv mal schauen, dass wir da unbedingt jetzt Lavendel für unseren Havarie da finden. Ah, bei dem Örtchen gibt es da ein bisschen was. Passt, dann schauen wir mal dort vorbei. Machen wir das. Müssen wir dann eh wieder daher. Das ist dann praktisch. Da können wir wenigstens wieder danken. Ist schon ein bisschen Arsch, wenn man jedes Mal dran denken muss. Sorry, ich bin etwas neben der Spur. Hast du was gesagt? Es ist etwas, das Sarah mir gezeigt hat vor ein paar Jahren, bevor, egal. Hier draußen wächst eine Pflanze, Lavendel. Sie wächst im Schatten, an Flüssen, an Seeufern. Ich werde mal sehen, ob ich sie finde. Scheiße, Bruder, so wie sich der Arm anfühlt, probiere ich alles. Aber scheiß auf Lavendel, bring mir was zu rauchen. Wie auch immer, ich werde dieses Zeug suchen und dann eine Brandsalbe daraus machen, also hör auf, hier rumzumotzen. Geil, ich werde einfach mal was rauchen. Dreh hier nur langsam durch, weißt du. Keine Sorge, Bushman. Wir fahren nach Norden. Ich schwör's bei Gott. Es dauert nicht mehr lange, hörst du? Seehofs. Ah, da weiß ich ja noch was in Zyn ja auch noch. Dass er vielleicht dies kommt dann noch vielleicht ein bisschen anschauen wir oder irgendwas. Aber schon geil. Schon geil, wenn der da auch noch in Zyn und dann noch der Atombunker da. Oder vielleicht ist er, das ist dann ja. Kann ja auch sein, unser nächstes Örtchen. Wo wir sich dann ein bisschen verstecken werden. Oder unsere Basis, unser Camp aufbauen. Wer weiß, wer weiß. Nee, nicht dort. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Nein, nicht. Ja, die kommen eh schon alle. Kommen eh schon alle, aber. Nur nicht da, Alter. Hornstrategie. Die beste Strategie in der ist oft, sich mit guten Waffen und Ressourcen anzudecken, besonders wenn man vorbereitet ist. Aha. Das ist definitiv eine Horde. Definitiv. Einfach weg hier. Ah, sind aber auch genug von den Dingen da. Na gut, ey, ich hoffe, wir finden sowas. Beißt. Frag mich zwar, wo ist denn unser Baseballschläger? Gute Frage, oder? Das ist jetzt aber eine gute Frage. Wo ist unser Baseballschläger? Was ist denn das? Okay, da ist halt ein X, aber na gut. Hä? Unser Baseballschläger ist kaputt, oder was? Na, Alter. Bin ja nicht einmal draufgegangen, oder was auch immer. Weil wenn ich draufgegangen wäre, dann hätte ich es wenigstens verstanden, aber sonst... Dann scheiße ernst. Wieso habe ich die Befürchtung, dass ich einfach nur mehr gehe, wenn ich umso weiter hingehe? Muss genau da Lavendel sein, ganz ehrlich. Fuck. Scheiße, Alter. Wieso muss genau hier Lavendel sein, ganz ehrlich? Ach du Scheiße. So, ganz ehrlich, wieso muss da Lavendel sein? Das wird nicht gut. Das wird jetzt nicht gut. Und dann auch noch Leben verlieren, auch noch nicht super. Passt. Einer weniger. Und definitiv nicht allzu einen großen Knall sollte es von sich geben. Nicht unbedingt. Aber wieso genau bei der Ehe, oder? Das ist. Ja, da können wir nie mehr machen, Alter. Nie und nimmer. So, tag. Tschüss. Wie geht das? Gehen wir mal ein bisschen weiter weg, weil wer weiß. Man kann ja nie wissen, dass so. Weil. Ich kann ja nicht, wenn ich von oben nach unten schauen würde, na dann. Das wäre was anderes.
Aber nicht andersrum. Andersrum ist nur beschissener. So. Einmal. Immerhin, eins haben wir schon mal, immerhin. Okay, zwei. Perfekt. Da haben wir auch noch was gut. Perfekt. Yes. Yes, yes, yes. Jetzt müssen wir es nur noch zurückschaffen. Jetzt. Oh, fuck. Oh, what? Ich laufe aber lieber jetzt schon mal, weil sonst kommt, ja, ich sehe es schon von der Karte her. Ich kann es mir schon irgendwie denken. Ah, sind dabei nur zwei. Passt. Einfach mal auf normal gehen, weil sonst ist auch wieder was, wenn wir Cast Downer haben. So haut er sich wenigstens ein bisschen wieder was aus. Passt. Bei 10 haben wir eh noch genug. Noch. Jetzt sind wir wieder bei der gleichen Situation uns an. Ach der Scheiße. Aber noch gut. Geschafft ist geschafft. Passt. Okay, interessant. Ich war eh nicht falsch, gell? Passt, gucke alle mit, gell? Ja, passt eh. Ich wundere es bis heute noch immer, warum ich das geschafft habe. Dass ich dort das Ding holen können hab. Ist narrisch. Schon ein Wunder. Aber über das. So, im Lager haben wir es dann eh. Ui, da sind aber schon viele unterwegs, bist du narrisch. Eieiei, ah fuck. Na, geht's hier noch aus? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist hier das noch ausgegangen. Wart. Yes. Passt, perfekt. Ui, eine Falle. Scheiße. Gott sei Dank, oder? Oh, Scheiße, Alter, Scheiße, wenn wieder drauf treten wäre, dann bist du echt. Oder wenn der Reifen kaputt gegangen wäre. Ist auch geil, aber ich glaube, wir sind ein bisschen dafür dann zu schnell gewesen. Ich glaube, dafür waren wir zu schnell. Einmal danke, bitte. So, aber mit uns. Gehen wir ihm die Medizin und tschüss, Papali. Dann haben wir es dann auch wieder geschafft. Bis der aber schon wieder genug. Genug gemacht, Alter. Bis deppert einmal. Wie gemacht, Alter. Ich bin gespannt. Bin gespannt, was jetzt mit ihm ist. Hey, Busa, Gott, verdammt! Schon komisch, ich hab mich gerade erinnert. Vor ein paar Jahren war Sarah mit mir in Bear Creek. Wir pflückten da Lavendel und, sie zeigte mir, wie man diese Brandsalbe macht. Hör zu, ich war draußen. Okay? Ich hab mich am Berg umgesehen, Fallen gecheckt. Meine Arm ist so gut wie neu. Na schön. Okay, ich lass sie einfach liegen und... Hey! Gib mir ein paar Tage. Okay, wir fahren nach Norden, wie du sagst, und verlassen das Drecksloch. Klar. Ja. Ui, noch ein paar Tage. Ui! Ui. Na gut. Ah, das wird schon. Na gut, ich hätte mal gesagt gehabt. Dann werde ich mal die Aufnahme beenden. Haut rein! Bis zur nächsten Folge und für euch Livestream. Boah, geil, dass ihr wieder dabei seid. Dankeschön, dass ihr mir dabei seid. Haut rein.